Metal Upgrade mit Tino und Basti. Hallo und herzlich willkommen zu Digital Upgrade. Ja, wir haben uns gedacht, nachdem vor ganz kurzer Zeit, nicht allzu langer Zeit, es etwas Neues auf der macOS 10 Plattform gibt, dass wir da ein bisschen drüber reden. Und das Neue ist der Mac App Store, der sogenannte MaaS. Genau. Den gibt es ganz kostenlos, kommt automatisch mit, sobald ihr auf 10.6.6 updatet. Also alle noch Leopard-User oder davor, die sind da raus. Aber grundsätzlich empfiehlt es sich ja sowieso, auf Snow Leopard abzudaten. Ja, natürlich, wir sind da mit Steve Jobs einer Meinung, dass Leopard tot ist. Deswegen gibt es ja auch dieses billige Update auf Snow Leopard. Also alle, die jetzt noch keinen Grund gesehen haben, abzudaten, die haben jetzt einen, und zwar den Mac App Store. Ja, dann wollen wir noch mal ganz kurz ein bisschen reinschauen. Wie sieht denn der Mac App Store überhaupt aus? Ja, Basti, der Mac App Store, der sieht schon ein bisschen so aus, wie man das von iTunes kennt. Man hat hier die Möglichkeit, verschiedene Applikationen angezeigt zu bekommen. Also man sieht hier dieses neue Betrachtenswert. Das sind so Staff Picks, also von der Redaktion ausgewählte Sachen. Dann gibt es hier die neuesten Sachen in Top aktuell, und man hat auf der Seite vom Startbild sieht man die meist gekauften und die meist geladen kostenlosen Apps. Also wirklich, wer den iOS App Store kennt, der wird sich hier auskennen. Es ist auch hier so, dass es immer mal wieder Applikationen vorgestellt werden, also ganz, ganz groß, oder es gibt halt irgendwelche Rankings, die es immer wieder gibt, wo man halt dann besonders populäre Spiele finden kann. Ja, es ist relativ einfach, dort was zu finden. Also es gibt, wie wir jetzt zum Beispiel gerade sehen, es gibt Kategorien. Und ja, das Schöne ist halt, ich kann zum Beispiel meiner Mutter sagen, Mutter, du brauchst jetzt, weiß ich nicht, Applikation XY. Und die kann sie dann selber kaufen, die kann sie selber installieren und findet sie auch wieder und hat im Zweifel kein Installationsproblem, das sie vielleicht vorher schon hatte. Das stimmt auf jeden Fall. Es ist auch so, man hat den großen Vorteil, dass der Mac App Store sich im Endeffekt um alles um das App herum kümmert. Das Einzige, was man braucht nur einen Account, und zwar einen Apple-Account. Das ist früher ja auch anders, also nach wie vor auch immer noch anders. Wenn man im Internet Sachen einkauft, dann hat man einmal, muss man einen PayPal-Account haben. Das andere, man muss eine Kreditkarte eingeben. Und vielen Leuten ist das einfach zu unsicher oder sie vertrauen dieser Art von Applikation oder von Einkauf nicht. Und beim App Store, das gleiche Prinzip auch wie beim iTunes Store, ist es halt, wie sagt man, ein schönes Prinzip aus dem öffentlichen Recht, bekannt und bewährt. Sehr schön. Genau, also man muss sich wirklich keine Gedanken machen. Es ist allerdings auch gleich wieder ein bisschen ein Nachteil, weil die Hemmschwelle, was zu kaufen, ist natürlich jetzt viel geringer. Also wenn ich vorher überlege, ich musste da meine Daten eingeben, meine E-Mail-Adresse eingeben, dann musste ich meine Kreditkartendaten eingeben, auf Kaufen drücken, dann warten, bis ich eine E-Mail mit der Lizenz bekomme. Das fällt hier alles weg. Ich drücke auf einen Knopf und zack, ist die Applikation da. Also wir können mal schnell eine kaufen, ja, oder installieren. Korrekt. Das ist natürlich auch gut, das kann man jetzt auch gleich allen Eltern von Jugendlichen sagen, dass sie da nicht ihre Daten eingeben, sondern dass die, wenn dann, mit Couponcode-Karten arbeiten. Weil wenn ich jetzt hier zum Beispiel, ich gebe jetzt hier oben im Suchfeld, oben ist ganz normal Spotlight, Twitter ein, sehe ich jetzt hier das Twitter-App, kann mir jetzt hier die Informationen dazu genauer anschauen, das kennen wir eigentlich alles. Und wenn ich jetzt hier drauf drücke auf Gratis, wird es auch direkt installiert. Muss jetzt einmal das Passwort eingeben, das ich in der Regel kenne. Und nachdem ich das eingegeben habe, passiert das Wundervolle. Ich kann jetzt hier mal runter scrollen, damit wir ein bisschen mehr von dem Doc sehen. Der Twitter Olli fliegt da aus der Verpackung runter und landet im Doc. Und was ich jetzt noch machen muss, ich starte einfach das App, es ist installiert, gebe jetzt meinen Username und mein Passwort in Twitter ein. Das können wir sein lassen. Das spare ich mir jetzt auch einfach. Da sehen wir gleich wieder einen Nachteil. Ich gehe jetzt nochmal zurück. Wir haben jetzt gerade vor wenigen Sekunden unser Passwort eingegeben. So, und jetzt browse ich hier durch und drücke aus Versehen auf den Gratis-Knopf oder halt auf einen Knopf, wo ein Preis daneben steht. Ich muss es nicht bestätigen. Es wird sofort gekauft. Das heißt, wenn ich jetzt einen Fehler mache und jetzt aus Versehen bei Incoming da drauf gedrückt hätte, weil ich Tab-Klicken zum Beispiel auf dem Trackpad aktiviert hätte, ja, hätte ich jetzt sofort 16 Euro ausgegeben. Das ist ein bisschen blöd, weil jetzt hat man erstmal 16 Euro ausgegeben und viele wissen gar nicht, dass man das Geld wieder zurückbekommen kann. Das stimmt, ja. Also wer was aus Versehen kauft und das Geld zurückbekommen kann, man kann ein Problem melden beim Store und dann sagen, das möchte ich so nicht haben. Ich habe das aus Versehen zum Beispiel gekauft, und dann kriegt man das Geld im Regelfall auch wieder zurück. Das ist dann kein Problem. Aber da sollte Apple auf jeden Fall nochmal nachbessern.
Aber wie gesagt, die Kauf-Experience ist wirklich sehr, sehr angenehm. Auf jeden Fall. Ja, das ist so viel zum Mac App Store, was man hier noch sehen kann. Man hat die Möglichkeit, auch die bereits gekauften Sachen wieder angezeigt zu bekommen. Und das Schöne ist auch, wie man es kennt, man hat hier diesen Updates-Knopf. Und wenn ich jetzt hier, also ich zoome mal ein bisschen rein, wenn ich hier diesen Updates-Knopf, wenn ein Update verfügbar wäre, wird es mir angezeigt und ich kann direkt das Update installieren, muss mich da jetzt auch wieder um nichts kümmern. Es passiert alles von ganz alleine. Es macht also Sinn, den App Store, den Mac App Store im Dock zu behalten, weil sobald Updates kommen, kriegt er so ein kleines rotes Badge. Ja, Push. Genau, da drücke ich dann einfach drauf, sehe ich, habe Updates und muss nicht mehr jede Applikation starten. Das ist wirklich sehr, sehr angenehm. Ja, also das ist für mich persönlich noch ein weiterer Vorteil, den dieser App Store hat. Lass uns doch mal eins der ersten Applikationen angucken, bevor wir noch ein bisschen mehr drüber reden. Was hast du dir denn als deinen persönlichen Pick Ich rausgesucht? habe mir eine App rausgesucht, das heißt Kuria. Ich gebe mal hier oben einfach die Sachen ein, damit wir es mal sehen. Hätte ich es mal richtig schreiben sollen, aber das macht der, Gott sei Dank macht das für mich der App Store. Ich klicke es an, es ist schon installiert. Kuria ist von Realmix Software. Und was wahnsinnig cool ist, auf gut Deutsch, ist es wahrscheinlich eine Applikation, die muss man nicht haben, aber sie macht einfach Spaß, benutzt zu werden. Kostet 7,99 €, um das mal zwischendrin reinzumachen. Wer Remax Software, wer sagt, das sagt mir was, Rapid Weaver zum Beispiel ist auch von Remax Software. Und was das App macht, das zeige ich euch am besten im App selbst. Ich habe hier Kuria installiert und habe jetzt hier diesen Briefumschlag. Ist es nicht schön? Bis jetzt ist noch nicht viel passiert, denn ich sage einen Briefumschlag, was kann ich mit dem Briefumschlag machen? Ja, ich kann Post verschicken, ich kann Bilder verschicken und was natürlich das Naheliegende ist, wenn ich Bilder verschicke, dann kann ich die Bilder natürlich auch gleich irgendwo oder an mehrere Dienste verschicken. Ich habe jetzt hier in meinem iTunes, in meinem iPhoto habe ich ein paar Fotos, hier so aus Barcelona, voll schön. Und ich wähle jetzt mal hier einfach eins aus und ich werfe es einfach hier rein. Wie ihr seht, ist es gleich direkt rein gelandet. Ich klicke es an, kann jetzt hier einen Namen eingeben, nenne das Olle Hütte und schreib voll super war's. Super. Voll super war's. Und dann kann ich es noch taggen, damit ich es im Nachhinein auch wieder finde. Damit kann es hier eingeben, Barcelona. Das ist für verschiedene Dienste interessant. Und hier sieht es auch als Tag angezeigt werden. Ich kann jetzt auf Done klicken. Und was ich jetzt als nächstes machen muss, ist es natürlich noch nicht frankiert. Kann ich denn da noch mehrere Bilder als eins reinstecken? Selbstverständlich, Basti, kannst du da auch mehrere Bilder reinschieben. Das Schau ist ich ja da einmal ein toll. zweites Bild dazu und ich sehe jetzt auch, es sind zwei Bilder drin. Ich kann sie mir auch beide nochmal anschauen, kann eins löschen, kann mir die Infos anzeigen lassen, die ich da zu dem Bild hinzugefügt habe. Drücke wieder auf Done, klicke auf Back. Es ist so ein bisschen wie eine iPhone-App gemacht. Ich finde es wahnsinnig schön, man kann es super bedienen. Und ja, wo war ich stehen geblieben? Es ist natürlich noch nicht frankiert. Ich möchte das Ganze jetzt noch frankieren. Drücke ich hier auf diesen Stift. Habe jetzt hier verschiedene Plugins. Ich habe zum einen, ich möchte es direkt auf Facebook hochladen, die Bilder, weil ich sie gut finde. Kann jetzt hier diesen Account benutzen, könnte jetzt einen anderen Account noch haben. Wenn ich jetzt im Basti sein habe, eingeloggt, drücke ich auf Next. Habe jetzt hier die Möglichkeit, ein Album auszuwählen, eins, das bereits besteht. Kann jetzt hier, nehme ich einfach mal Camera Plus Fotos oder ich kann ein neues Album anlegen. Drücke auf Done. Jetzt hat sich auch der Envelope Oh. verwandelt. Und ich könnte jetzt einfach direkt sagen, Done und drücke auf Deliver und schon wird es versandt. Aber das ist natürlich viel zu wenig. Das kann ich ja, hätte ich ja auch manuell bei Facebook machen können. Aber ich möchte es natürlich auch noch auf Flickr hochladen. Drücke das hier hinzu, habe jetzt einen Basti seinen Account. Drücke auf Next. Kann jetzt hier mir auch direkt die verschiedenen Einstellungen einstellen. Ich möchte jetzt nur, dass nur ich das sehen kann. Drücke auf Done. Und drücke hier wieder auf Done und bin jetzt soweit fertig. Jetzt kann ich hier auf Deliver drücken und alles, was jetzt passiert, es wird angezeigt, wohin mein Brief verschickt wird. Hier auch optisch wird es angezeigt. Ich kann im Anschluss direkt die richtigen Webseiten gleich besuchen. Ich kann die Links direkt kopieren in die Zwischenablage und dann einfach mit anderen teilen. Das bedeutet also, wenn jetzt der Rechner sich dich finden kann über Geolocation oder irgendwas, wird das hier gleich anzeigen. Wir können natürlich jetzt auch hier sagen, Set my location. Ja, das möchten wir natürlich. Und jetzt findet er es auch, hat er unseren Standort gefunden. Das ist Na, sogar und da ist relativ, Flickr. da sitzt der Flickr-Server zum Beispiel. Und das natürlich braucht das kein Mensch. Aber es ist einfach schön. Also wenn ich mir die ganze App anschaue, die ist wahnsinnig rund, sie ist wahnsinnig schön und sie macht genau das, was sie tun soll. Und das auch noch echt großartig. Das Schöne ist, man muss sich nicht darum kümmern, die Bilder bei verschiedenen Diensten hochzuladen. Es wird einfach von einer Applikation
verwendet. Und ich finde auch im Nachhinein, also ist jetzt alles fertig, sehe hier completed, optimal. Kann jetzt hier ganz normal direkt auf Visit drücken, komme jetzt hier gleich zum richtigen Bild, sehe hier in meinen Fotos das Bild, das ich gerade hochgeladen habe und kann jetzt hier direkt noch antworten, irgendwelchen Leuten schreiben oder Sachen dazu posten, wie auch immer. Also was ich jetzt gesehen habe, es kann auch YouTube, das heißt, ich kann auch Videos reinwerfen. Und aber was mir jetzt auffällt, es hat jetzt nicht so wahnsinnig viele Dienste, wo ich jetzt hinschieben kann. Das stimmt. No, es ist von Anfang an sind nicht so viele Dienste vorinstalliert, aber das Gute ist, man bedient sich da der Cloud-App und man kann hier verschiedene Plugins installieren. Wenn man bei der Applikation hier auf Help klickt und dann auf die Courier-Webseite geht, also von RealMax Software, das habe ich hier schon mal vorbereitet, kann ich hier aufklicken, sehe ich hier von Courier die ganzen Informationen und wenn ich ein bisschen runter scroll, finde ich dann hier die Add-ons-Area. Und in dieser Add-ons-Area habe ich zum Beispiel noch viele lustige Umschläge, zum Beispiel, wenn ich meiner Freundin Bilder schicke, dann kann ich hier eine mit Herzchen nehmen. Sehe ich jetzt hier gerade nicht, aber es gibt alles Mögliche und es gibt hier auch verschiedene Destinations als Orte, wo ich es hinschicken möchte. Wie zum Beispiel Boxnet, dann gibt es die Cloud-App und es gibt TwitPic. Also es sind momentan 3 zusätzliche Add-ons verfügbar. Ich glaube, es sind schon 7 vorinstalliert und es werden bestimmt noch weitere kommen. Also einfach runterladen, installieren, fertig. Ich kann das ja mal kurz machen. Ich drücke hier einfach auf den Pfeil für den Download. Also es gibt da von Curia, also von RealMax Software, gibt es da eine API dafür. Das heißt, jeder, der jetzt irgendwie ein spezielles Hosting... Ich habe jetzt hier das runtergeladen. Gerät hat, an, der kann da einfach ein Plugin Close, für basteln. Legen neues Kuvert an, legen Bild hinzu, habe ich, wo ist ein Bild, wo habe ich meine Bilder, hier. Das habe ich natürlich schon verschickt, nehme ich das hier, zack, rein, drück auf Beschriften, finde jetzt hier mein TwitPic, lege es rein, kann meinen Usernamen eingeben und mein Passwort und bin im Endeffekt genau da, wo ich vorher auch war. Das ist natürlich schon sehr angenehm. Also ist halt wirklich toll, ich lade was auf beispielsweise auf Flickr hoch und kann gleichzeitig noch, ohne dass ich jetzt über Twitter, über Flickr jetzt den Tweet machen muss, einfach noch sagen, ich schiebe das parallel dazu nochmal über auf TwitPic hoch und veröffentliche es da. Und das Schöne ist, Courier merkt sich auch, was ich hochgeladen habe. Ich habe danach hier auch eine Timeline von Sachen, die ich hochgeladen habe. Ich kann sie benennen und ich kann natürlich nach meinen eingegebenen Tags auch suchen, wenn ich jetzt hier Barca eingebe. Oh, Barca Raut ist natürlich hart. Ja, Barcelona habe ich glaube ich eingegeben. Naja, ich weiß nicht mehr. Irgendwas habe ich auf jeden Fall eingegeben. Könnte ich danach auch suchen. Richtig. Vielleicht findest du, wenn du nach Super suchst. Das können wir natürlich testen. Super ist natürlich auch ein schönes Wort. Natürlich nicht. Macht auch Sinn. Nicht. Aber das ist ein anderes Thema. Trotz alledem echt eine schöne App. Gab es am Anfang mit 3,99, jetzt kostet 7,99, aber trotzdem. Ist immer noch ist relativ billig für das, was es kann. Ich mache hier mal wieder den App Store auf. Ja, was erwartet uns in der näheren Zukunft im App Store? Wir können natürlich jetzt dann nur aus der Glaskugel lesen. Die wir uns ab und an von MacNotes ausleihen, genau. Wo wir dann auch sehen, ob das neue iPad 2048 Pixel hat oder ein Retina-Display oder notfalls, wie wir es schon mal dargestellt haben, vielleicht so eine Art Hybridkraftwerk, mit der man über den Nordatlantik fliegen kann. Davon gehe ich am allermeisten aus. Also die Wahrscheinlichkeit ist natürlich, dass irgendwann, sei es mit 10.7, sei es mit 10.8 oder irgendwann, wie das die Version auch immer heißen wird, dass der Hauptweg sein wird, Applikationen zu beziehen für den Mac. Das mag man jetzt gut finden oder nicht. Es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr einfache Art, Apps zu bekommen. Und momentan ist der große Vorteil, ich habe noch die Wahl. Ich kann sagen, ich möchte es hier haben oder ich möchte es offline kaufen. Offline, also nicht im App Store kaufen. App Store. Ich muss persönlich sagen, ich kaufe inzwischen schon lieber Apps im App Store als woanders. Ganz einfach, weil ich halt mich um die ganzen Update-Sachen nicht mehr kümmern muss. Und es einfach eine sehr nette Experience ist. Was noch hinzuzufügen ist, momentan ist es ja auch ein bisschen so, wenn man als Entwickler im App Store seine Applikation einstellt, dann ist es ja so eine Win-Win-Situation. Man hat zwar das Problem, dass man an Apple ja einen bestimmten Betrag, also man, ich glaube es sind 30%, ja, an Apple abgeben muss, aber man hat natürlich den riesen Vorteil, dass man sich um das gesamte, was an Apple dranhängende Marketing überhaupt nicht kümmern muss. Schauen wir uns das mal kurz an, hier zum Beispiel eine Riesenwerbung für Osmos.
jetzt überlegen wir nochmal, dass im letzten Quartal, glaube ich, 4,5 Millionen Macs verkauft wurden. Und bei denen ist das vielleicht jetzt noch nicht, aber jetzt immer mit installiert, der App Store. Das heißt, im Zweifel habe ich 4 Millionen Augenpaare, die sich im Quartal, die eine Werbung von meiner App sehen. Oder ich mache eine besonders tolle App und bin dann in den Neu- und Beachtenswert dabei oder irgendwo in irgendwelchen Top-10-Listen, kriegt plötzlich eine Sichtbarkeit, die ich vorher niemals hatte. Ja. Und von daher sind die 30% nichts Schlimmes. Also wenn man so von Entwicklern hört, die meisten sagen, mein anderer Verkauf, der hat sich nicht verschlechtert, und der Verkauf über den App Store kommt dazu. Das heißt, momentan gibt es für keinen Entwickler irgendeinen Grund zu sagen, ich möchte die 30% nicht zahlen, weil trotz alledem sind es immer noch 70%, die man bekommt. Ja. Und ich muss nirgendwo Banner schalten oder irgendwas, sondern die Banner sind hier automatisch drin. Es ist zwar ein bisschen ein Glücksspiel, ob mich Apple jetzt auswählt oder nicht, aber umso besser die App ist, umso wahrscheinlicher ist natürlich, dass man irgendwo Da muss ich mich halt mal ein gefeatured wird. bisschen anstrengen als Entwickler. Oh ja. Nicht immer nur so kleine Clicky-Apps machen, sondern Ja. was mit richtig baue. Also klar, ich denke, die meisten Entwickler sehen es positiv. Man hat natürlich ein bisschen das Problem, dass man plötzlich bestimmte Dinge nicht mehr tun darf. Also ich darf bestimmte Private APIs nicht mehr benutzen. Ich darf auf bestimmte Bereiche nicht mehr zugreifen. Okay. Man ist ein bisschen mehr eingeschränkt, weil Apple natürlich sicher gehen möchte, dass da nichts Schlimmes passiert und dass sie das alles unter Kontrolle haben. Wie gesagt, da bezahle ich halt wieder damit dafür, dass ich eine höhere Sichtbarkeit bekomme. Okay. Ja, du hast dir auch eine App rausgesucht, das du uns zeigen willst. Oh ja, Wie heißt es denn? das heißt Sketchbook von Autodesk. Ich hole mir das mal ein bisschen näher ran. Ich habe hier was vorbereitet. Oh ja, Sketchbook. Gibt es in zwei Geschmacksrichtungen. Mal gucken, dass wir hier keine Kabelverwirrung haben. Und zwar Express und Pro. Pro ist relativ teuer. So, ich muss mich dann nochmal kurz einloggen. Und Baba! Wir wollen ja nicht, dass sie uns hier So sehen wir also in ausspioniert. groß aus. Sie haben uns schon Oh. so lange nicht mehr in groß gesehen. Aber schau, wir sind da, da sind unsere kleinen Avatare. Aber ich hätte ihn noch über den Kopf streicheln können. Das nächste Mal. So. Und zwar Sketchbook installiert jetzt noch, ist eine Zeichenapplikation. Ich werde euch gleich zeigen, wie schlecht ich zeichnen kann. Also es ist so ein bisschen, beim Basti ist es so wie beim Harry Potter. Er besitzt die Grundfähigkeit, Großes zu verwirklichen, nur leider übt er zu wenig. Das ist richtig. Lumos. Genau. So, wir sehen jetzt gerade schon, er hat wieder was installiert. Es springt runter ins Dock, so wie das vorhin auch sein sollte. Sketchbook Express installiert sich noch. Es gibt halt die Pro-Version, die ist wirklich für Leute, die halt wirklich damit zeichnen. Und es gibt halt die Express-Version. Das Ja, hast du gemalt. das habe ich leider nicht gemalt. So, und da sehen wir es jetzt schon. Ich kann natürlich jetzt hier mit einer Maus, einem Trackpad oder irgendwas zeichnen. Ich habe nur hier so diesen hier. Wunderschön, nicht wahr? Bringt aber jetzt nicht wahnsinnig viel. Aber er erkennt auch sowas wie jetzt hier so ein Tablet. Und wie wir sehen, er macht auch so verschiedene, das drücke ich kaum auf. Wo es auch sehr praktisch ist, gerade in so Situationen wie wir hier haben, angenommen, wir wollen jetzt irgendwas illustrieren während der Sendung. Ich lösche das mal kurz alles. Dann wollen wir im Zweifel zum Beispiel einfach einen weißen Bildschirm haben, auf dem wir zeichnen können. Und da kann man auch so ein Wie bisschen so ein Whiteboard. das UI umschalten. Also wie ihr gerade seht, ich habe da unten drauf gedrückt auf dieses. Oh, das sieht man jetzt gar nicht richtig, weil ein bisschen das Ding ausgeblendet ist. Naja, das müsst ihr jetzt einfach ein bisschen denken. Ja, hier ist so ein kleines Rädchen. Da drück ich drauf und ziehe jetzt mit dem Stift irgendwo hin. Und ich sage jetzt zum Beispiel nur die Titelleiste oder Benutzeroberfläche ausblenden. Das mache ich jetzt mal, zack. Und jetzt ist plötzlich alles weiß. Genau, zoomen wir wieder ein bisschen raus. Na? Das kann ich, glaube ich, nicht. So, du musst einfach hier nochmal ganz normal Ach zoomen. so. So, dann machen wir hier noch diese Symbolleiste zu. Und plötzlich habe ich jetzt einfach nur ein Whiteboard. Ich müsste jetzt hier vielleicht noch ein bisschen die Größe richtig einstellen, damit das, na. Das bin ich natürlich vorhin ein bisschen Ja, raus. das hätten wir vorher machen können, dass die halt genau passt. Und jetzt habe ich auf jeden Fall einfach ein Whiteboard, auf dem ich zeichnen kann. Und dann können wir jetzt zum Beispiel hier sagen. Jetzt kann der Basti hier seine, wie so ein kleiner Professor, wie der Dr. Upgrade, kann er jetzt hier ein bisschen auf dem Whiteboard arbeiten. Muss ich mir mal kurz die Symbolleiste. Oh, jetzt habe ich sie verschoben auf die falsche Seite. Wo ist denn die Utensilien? Meine Utensilien sind weg. Hast du vorhin ausgemacht? Ja, ich weiß noch nicht mehr, wie ich sie herbekomme. Ich hole
hole sie mir jetzt erstmal wieder so her. Wir tun es einfach so, als wäre das nie passiert. Jetzt muss ich dann nur wieder mein richtiges Gerät finden. Na? Wie finde ich mein... Ich hole mir mal kurz mein Toolbar wieder her. Na, wo ist sie? Vollständige Fenster. Ihr seht schon, ich habe es voll drauf. Symbolleiste. So. Ich hole mir mal meinen Stift wieder. Da ist sie. So. Jetzt kann ich wieder zeichnen. So. Machen wir das mal wieder alles zu. Und jetzt wisst ihr, wieso der Basti mit Videos arbeitet und nicht mit Whiteboards. Ja, das ist ein bisschen. Da hat es. Da. Ja. So. Und jetzt schieben wir das mal ein bisschen rum. Holen uns hier einen Stift zurück. Hast du da eine Lupe aufgemacht oder was ist das? Eine Lupe kann ich mal zumachen. So, und jetzt kann ich halt hier tatsächlich sagen, ich möchte jetzt einen Tino zeichnen. Das ist jetzt schon zu erkennen. Immer mit der Nase. Noch ein Ohr, hier kommt noch so ein Plug rein. Er muss große Zähne machen, weißt du. Das ist der Bart, falls ihr euch wundert. Nicht schlecht. Das ist so ein bisschen wie vom Herrn Brösel. Das ist gleiche Art zu zeichnen. So, tja, kannst du mal sehen. Dann nehmen wir eine Flasche Bier in die Hand und dann nennen wir es Bülkstoff. Sicherheitshalber nicht, dass wir versehentlich, in die Spurität kommen, dass wir hier einer Patentrechtsklage entgegensteuern. Das könnte natürlich passieren. So, hübsch. Das ist der Tino. Ich denke, das kann jeder erkennen. Ich kann mir ein bisschen seitwärts so hinstellen und dass auch jeder sieht, dass ich eine gleiche Möglichkeit so. Bier ist das nicht schön? Ist das nicht schön geworden? Das ist mein neues Meisterwerk. Ich krieg natürlich jetzt noch. Ich krieg einfach Räder. So. Räder sind eh voll in. Jetzt schaue ich so ein bisschen so frustriert aus wie ein bekannter Politiker, der sich momentan um die Finanzen kümmert. Ohne Namen zu nennen. Ja. Hätte ich vielleicht noch einen Schlips gebraucht. Also auf jeden Fall immer ein bisschen damit rumspielen. Es funktioniert tatsächlich wirklich gut. Ja, also es macht tatsächlich auch wirklich Spaß, damit zu spielen. Es ist sicher von Vorteil, wenn man zeichnen kann. Aber also wie gesagt, gerade zum Illustrieren von Dingen ist es wirklich schön. Also gerade durch, dass man die komplette Benutzeroberfläche ausblenden kann. Und da es kostenlos ist, also zumindest die Express-Version, kann ich es echt empfehlen. Und deswegen soll es schon gewesen sein. Und jetzt kommt der Tino dran. Deswegen habe ich es dahin geschrieben. Hier kann ich nochmal für dich ein Autogramm geben. Hier. Wo bin ich? Wo bin ich mit meinem Stift? Ah, hier. Hier rein. Hier. Ja. Gut, das hat nicht so gut geklappt. Na, fast. Autogramm für dich. Vielen Dank. Und dann beenden wir das mal. Ich mache mal hier einfach diesen. Ich mache einfach mal den hier. Das speichern wir ja. Das ist das Wichtigste. So, jetzt haben wir das gespeichert. Ja, sehr schön. Vielen Dank. Ja, was können wir noch zum App Store sagen? Es ist ja so, dass mit dem App Store ganz viele Neueinsteiger die Mac-Welt betreten haben, sowie auch viele bekannte Gesichter der Software-Schmiede. Der Software-Schmiede-Landschaft, meine ich natürlich. Der Software-Schmiede-Landschaft, ja. Ich habe mir als nächste App, das ich euch vorstellen möchte, eine abgespeckte Version des ach so bekannten Boings TV rausgesucht, weil ich das... von Anfang an immer gesagt habe, es muss so eine Applikation geben für die Anwender wie uns, die eine Kamera benutzen, einen Podcast machen wollen und trotzdem ausschauen wollen wie der Ayman Abdallah, nur in gut. Ja. Und genau aus diesem Grund habe ich mir gedacht, Mensch, warum nicht Boings TV heute featuren? Natürlich habe ich es auch gemacht. Ich kann mich ja durchsetzen. Nicht schlecht. Also das heißt jetzt Boings TV Home. Ja. Ich klicke das mal hier an. Wie ihr seht, das ist auch schon bei mir installiert. Der Aufmacher von Boings TV Home sind diese lustigen Make-up-Videos, die ihr wahrscheinlich alle schon gesehen habt. Wie schminke ich mich in 20 Minuten wie Lady Gaga? Ich frage mich jeden Morgen in der Früh, wie kriege ich meine Frisur wieder hin, dass sie ausschaut wie jetzt und nicht so wie die von Lady Gaga, aber vielleicht die Leute haben halt andere Probleme. Vielleicht solltest du da einen YouTube-Kanal dazu aufmachen. Sollte ich vielleicht, ja. Das kann ich auch. 1 Million Klickes. Ja, Boings TV Home, was zeige ich euch? Ich mache mal Boings TV Home auf. Wer hätte das gedacht? Es startet wie jedes andere Mac-App auch. Ich gehe da mal kurz aus dem Bild, da sieht man irgendwo das Icon. Da müssen wir es ausblenden. Ja, jetzt sieht man das Icon. Da ist das Icon, das schöne Icon von Boings TV Home. Ich zoome mal wieder rein. Hier, kleines chinesisches Mädchen.
Damit wir alle gleich wissen. So, ich habe hier wie beim normalen Boings TV auch die große Möglichkeit, hier eins der voreingestellten Shows auszuwählen. Nachdem ich natürlich auch total auf Make-up stehe, natürlich nicht, gehe ich hier auf iClickTV. Das passt am ehesten zu Podcast-Herstellern. Also alle Neueinsteiger in der Podcasting-Welt, ihr seid herzlich eingeladen, jetzt zuzuschauen. Ich mache hier einen kurzen Podcast. Ich kann jetzt hier ein Template erstellen oder eins von den vorausgewählten oder einfach das hier lassen. Ich lasse das so, wie es ist. Drück auf Choose. Da, 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 da. Ja, währenddessen das Projekt erstellt wird mit allen Layers, kann man sich natürlich hier anderweitig beschäftigen. Ich habe jetzt hier schon die Kamera, die hier angeschlossen ist am Mac. Hier ist sie drinnen, wie ihr alle sehen. Ich mache das hier mal groß, damit ihr mal sehen könnt. Hier, Basti und ich, this is me, Boings TV User. Yeah. Und this is not me, this is Bastian. Aber das dazu weiter mehr. Ich habe jetzt hier die Möglichkeit, verschiedene Layers auszuwählen. Es sind hier bereits Layers eingestellt. Ich habe zum Beispiel, hören Sie bitte auf, ich habe zum Beispiel hier das Display. Muss ich mal ausschalten. Ich kann das Display auch mal ausmachen, damit ich sehe, was passiert. Das passiert hier noch nicht so viel. Das Display ist hier unten, wie ihr sehen könnt. Das habe ich gerade selber nicht gesehen. Das ist hier drumherum. Das ist nur eine Darstellung. Wie bei uns so der kleine Monitor, der ab und an einfährt, damit ich mir, viel zu viele Tricks. Ich kann natürlich hier den Lower Third ausschalten. Wenn ihr euch jetzt fragt, was kann man denn mit dieser Software machen? Zum Beispiel wird unser Podcast hier, Digital Upgrade, wird mit dieser Software erstellt. So, und ich habe hier ganz unten den Placer. Der Placer macht nichts anderes, als die Videokamera anzusteuern und mir das Bild zu liefern. Ich kann natürlich jetzt hier diese Videokamera, die ich hier als die EyeSight benutzen. Und so wie ich jede andere Videokamera benutzen kann, die unterstützt ist, zum Beispiel Firewire-Kameras. Der einzige große Unterschied zwischen Boings TV Full und Boings TV Home ist, dass ich nur noch eine Kamera bedienen kann und nicht unendlich viele. Wobei ich mich natürlich jetzt frage als MacBook Pro User, wo soll ich die Kameras alle anschließen? Ja klar, also man braucht schon einen Mac Pro, um sinnvollerweise, sagen wir mal, drei Kameras benutzen zu können, weil dann braucht er auch ein bisschen Power. Und spätestens, wer sich einen Mac Pro leisten kann, der hat dann eigentlich auch eh kein Problem mehr, mal ein bisschen mehr Geld dafür zu bezahlen, weil es da eh professioneller wird. Man kann nur 15 Layer benutzen, und wir sehen jetzt schon, das sind schon eine Menge Layer. Und wie viel haben wir? 8, 10? Ich kann mir hier so, ich schmeiß mal ein paar Layer raus. Ich schmeiß mal das hier raus, als Command minus. Ja. Ich schmeiß mal ein paar Sachen raus, die ich alle nicht brauche. Kein Mensch braucht das, kein Mensch braucht einen New Scroll. So, das sind so Sachen, die wir. Ja, das Display ist schön. Das Display ist schön, das lassen wir auch da. Den zweiten Placer mit dem MacBook Pro. Ja, das ist eins von uns. Das ist die Füllung von. Das kenne ich doch, das ist der Mac, ist das nicht der, ist ja, das ja. Nicht der, das ist der Roboter? Ja. Mann, das ist ja super. Ich kann natürlich jetzt hier schnell mal wechseln, dann habe ich hier eine andere Geschichte, die mir da in dem kleinen Monitor angezeigt werden kann. Wie ihr sehen könnt, ich kann hier in dem Layer auch verschiedene andere Settings einstellen. Und kann natürlich hier alles auch, wie sagt man so, on the fly kann ich das customizen. Was das Coole ist, ich mache das jetzt einfach mal, ich mache mir hier den Layer aus, damit das weg ist. In den Jahren sollte man vielleicht noch eingeblendet lassen. Jan, der hat in letzter Zeit hier wahnsinnig viele namentliche Erwähnungen. Ja. Er ist ja bald bekannter wie wir beide zusammen. So, ich kann jetzt hier einfach mal Start drücken. Jetzt fange ich hier das ganze Recording an. Hallo, ich bin der Tino von Basti, von Digital Upgrade. Das ist der Basti. Tino von Basti. Das merken wir uns. Und ich kann jetzt hier natürlich Titel Tino und ich kann hier natürlich Moderator eingeben. Und ich kann jetzt hier, was schön ist, aufs Plus drücken. Bekomme jetzt hier ein zweites Setting. Wenn ich beide Settings angezeigt bekommen möchte, drücke ich einfach da drauf. Kann jetzt hier das zweite direkt ausgewählt. Gebe jetzt hier Basti ein. Das ist der zweite Moderator. Habe jetzt hier noch die Art, wie ich es eingeblendet haben will. Manuell oder automatisch möchte ich es einblenden. Oder was damit passiert. Vibe left to right oder push. Ich mache hier mal Basti push, damit wir mal ein bisschen was Neues sehen. Und ich schalte es einfach live. Ja, hallo, ich bin der Tino. Und der andere hinter mir ist der Basti. Wer ist der Basti? Der Basti ist der, wenn ich hier drauf drücke, kommt von unten nach oben. Und das war's auch schon. Jetzt habt ihr hier so eine kleine Idee bekommen, wenn ich jetzt hier auf Stopp drücke, was denn hier passiert ist. Wir haben natürlich vorhin jetzt den Abspann gelöscht. Der würde jetzt eigentlich automatisch nachlaufen. Deswegen haben wir jetzt hier noch ein bisschen und gehabt. Und zack, haben wir hier das fertige Video. Ich drücke hier doppelt drauf. Es startet QuickTime. Ich kann das natürlich jetzt noch hier exportieren in ein anderes Format. Und direkt eins von diesen voreingestellten Sachen machen. Ich kann es direkt, was hier wahnsinnig cool ist in dieser Version, ich kann es direkt auf YouTube hochladen. Genau. Wenn ich hier das Häkchen eingebe und meine Daten anschließend eingebe. Also ich kann mich hier fast um alles, muss mich um nichts kümmern,
außer darum, dass ich ein bisschen Content in meine Sendung reinbringe. Und ich kann jetzt hier es ablaufen lassen. Es passiert genau das, was ich gerade gemacht habe. Drück mal ein bisschen rum. Man sieht es dann. Wir hätten uns natürlich auch schminken können oder irgendwas anderes. Oder schauen wir mal, wenn hier die Dinger reinfahren. Was jetzt natürlich da die ganze Zeit im Hintergrund geblödelt ist, mir aufgefallen. Ich habe versucht. Schau, ich zeig dir, was ich versucht habe. Moment mal. So, wir machen mal noch einen neuen Layer dazu. Irgendeinen ist ja völlig egal. Hier, diesen hier. So. Der macht aber am wenigsten Sinn. Es ist egal, ich brauche nur, weil es ein bisschen tiefer ist. So, Andi, an dich jetzt. Du musst jetzt, Andi, du musst gar nichts machen. Du musst jetzt gleich was drücken. Du drückst jetzt, ich drücke nämlich jetzt, mache jetzt den Knopf hier aus. Ich muss es, so, pass auf. So. Und du musst jetzt nur gleich den Layer ausschalten, damit es auch funktioniert. Ich? Genau, dann sieht es so aus, okay. Wie ich den Layer ausschalten. Das sind solche Späche, die kann man bei uns machen. 3, 2, 1. Sehr schön. Ja. Ja, was, ja, da brauchst du nicht steuern. Alles klar. Ja, ja, genau. Also gerade der YouTube-Upload ist natürlich für die Zielgruppe wirklich sehr, sehr praktisch. Auch schön, dass du es noch gesagt hast. Ich habe hier ganz viele, wahnsinnig viele verschiedene Layers, die ich jetzt alle natürlich gar nicht zeigen kann. Es gibt aber dazu auf boings.com das ein oder andere Tutorial. Es gibt, wie ich es gehört habe, auch Leute, die sich da tatsächlich kümmern und sich die Zeit nehmen, Leuten auf Fragen zu antworten, was ich gar nicht nachvollziehen kann. Aber das gibt's. Also für jeden, der sich jetzt überzeugt fühlt und sich immer schon gedacht hat, Mensch, Boings TV ist eigentlich saugeil, aber halt zu teuer, für den gibt es jetzt eine Lösung und die heißt Boings TV Home. Kostet? 29,99 im deutschen Store, 39,99 im deutschen Store und $49,99 im US-Store. Ja, also wirklich für alle amerikanischen Zuschauer. Schöne Applikation. Also ich meine, ich bin da jetzt nicht ganz unvorbelastet, muss ich jetzt gestehen, aber ich finde die Applikation so toll, dass wir damit sogar unseren Podcast machen. Und ja, ich kann es nur empfehlen, machen Sie mal noch zu. Und haben wir noch irgendwas zu diskutieren generell zum Thema App Store? Ja, wir haben noch eine Kleinigkeit. Und zwar, das ist auch die Wahnsinnsüberleitung des Jahres. Jetzt habe ich es wieder angekündigt. Ja, es ist ja so, dass mit dem App Store nicht nur Applikationen auf den Mac gekommen sind von Drittherstellern oder von Herstellern, die damit noch gar nichts zu tun gehabt haben, sondern auch das, was die Mac-Hersteller, Mac-User eigentlich am meisten vermisst haben, nämlich Spiele. Yeah! Jetzt können wir endlich spielen und es ist nicht so, dass das eigentlich jetzt eine riesen Zielgruppe für Hersteller aller Art von Spielen ist. Ja, auf jeden Fall. Also es ist halt hier wieder dasselbe Praktische, was es vorher gab. Es ist super einfach, was zu finden. Man findet halt auch immer mehr jetzt größere Titel. Schauen wir uns zum Beispiel die Medal of Honor, nicht Medal of Honor, sondern Call of Duty Modern Warfare an, ist jetzt zum Beispiel mit drin. Es gibt natürlich wieder ganz, ganz viele kleine Spiele, die es schon immer oft auf dem Mac gab. Wir können ja mal kurz in die Spielekategorie reingehen. Es ist ja so, dass wir haben das ja ein bisschen miterleben dürfen. Das hat mit dem iPhone angefangen, hat beim iPad sich fortgesetzt. Und es ist ja so, dass wenn man so die Geschäftszahlen dieser unterschiedlichen großen Firmen anschaut, dass sie da doch tatsächlich einen richtigen Markt erschlossen haben. Also wir gucken uns das jetzt mal an. Jetzt sehen wir halt gerade kleinere Spiele, Osmos Braid, Osmos großartig. Gehirntraining auf dem Wii. Osmos haben wir in dem Ding mal gezeigt. Das war bei dem Weihnachts-Special, ja. Ja, also es gibt viele Kleinigkeiten. Ich suche jetzt nur gerade die großen Sachen, also wie zum Beispiel Call of Duty finde ich jetzt gerade nicht, müsste man halt jetzt suchen. Kann natürlich auch sein, dass es noch bis jetzt noch nicht im deutschen Store ist. Ich weiß nicht, also das kann natürlich sein. Ich habe es auf jeden Fall gesehen. Und hier ist es wieder, es ist einfach zu kaufen, Preise sind vernünftig. Und was natürlich jetzt der Hersteller auch nicht hat, sind die ganzen Kosten für Downloads, Hosting und so weiter. Ja, ja, auch Fertigung, Distribution, das Ganze ja, kann das ist halt wirklich einfach. Es ist halt wirklich einfach, an den Kunden dann auch Updates rauszubringen, wenn mal wieder irgendwas gefunden wird und so. Ja. Also alles, was wir vorhin gesagt haben, trifft natürlich auch für die Spiele zu. Und da trifft es sich ja ganz hervorragend, dass ich ein Spiel mir ausgesucht habe als meinen letzten Pick. Nicht schlecht. So ein Zufall. Ich suche mal kurz. And Yet It Moves. Ein bisschen komisches Icon, muss ich zugeben. So, da muss ich mir wieder mein Passwort. Da kann man sich nicht viel darunter vorstellen, außer ein schwarzes Loch. Es ist ja auch so, dass es tatsächlich Firmen aus Deutschland auch in den App Store geschafft haben. Genau, also zum Beispiel die Firma, ich habe den Artikel bereits gekauft, das ist zum Beispiel auch was. Ich kann einfach eine App nochmal neu laden und wenn ich sie schon mal gekauft habe, dann ist es wie am iPhone halt auch. Ich sage jetzt, ja, okay. Und es ist auch so, dass sich die Applikation wie nach den gleichen Regelungen wie im iTunes Store auf 5 verschiedenen Geräten installieren kann. Genau. Also es ist so, sie sind dann einmal, wie sagt man, markiert und
dann kann ich sie immer wieder runterladen. Eine wichtige Sache fällt mir noch ein. Wenn man eine Applikation schon hat, beispielsweise wie Aperture, dann steht da schon installiert, obwohl man sie dort nicht gekauft hat. Das ist aber auch nicht bei allen Applikationen so. Das heißt, es kommt jetzt darauf an, wie diese ID von dieser Applikation ist. Bei dem heißt es, das Programm wahrscheinlich com Apple Aperture. Und daher erkennt er das. Nehmen wir zum Beispiel mal iStopMotion, da weiß ich es halt zum Beispiel. Das wird irgendwie com Boeings iStopMotion.pro heißen hier im App Store, weil es eine Pro, eine Home und eine Express gibt. Die Version, die man aber von der Seite laden kann, die heißt nur com.boings.istopmotion. Und deswegen kann natürlich der App Store nicht sagen, ah ja, du hast schon iStopMotion, weil im App Store gibt es halt die Pro, die Home und die Express. Und das kann er halt natürlich nicht drauf matchen. Deswegen gibt es Applikationen, die zeigt er hier als installiert an und andere nicht. Allerdings wird er mir niemals Updates über den App Store geben. Also wenn ich eine Version außerhalb gekauft habe, sie wird mir hier als installiert angezeigt, kriege ich das Update nicht über den App Store, weil dann würde er mir die Bundles, die in den App Store hereingeladen sind, sind andere als die, die das wusste ich nicht. Vertrieben werden, weil da ist eine andere Lizenzierungsmechanismus drin. Da aber versuchen Sie es nicht auch jetzt im Rahmen dieses ganzen Einigwerdens, das irgendwie zu matchen? Bei Aperture glaube ich schon, dass die Updates demnächst jetzt nicht mehr über das normale Apple-Menü kommen, sondern über den App Store. Das wissen wir nicht. Es kann sein, dass Apple da eine Möglichkeit hat. Ich sehe jetzt gerade für nur den normalen Entwickler die Möglichkeit, nicht das zu machen, aber wer weiß es so genau? Es gibt schon Anbieter, zum Beispiel die Jungs von Irradiate Software, die Cinch machen, die haben, soweit ich weiß, zum Beispiel eine Aktion gemacht, dass wenn du es schon gekauft hast und im App Store nochmal kaufst, kriegst du das Geld zurück. Okay, das heißt, sie möchten halt so schauen, dass sie so viele Kunden wie möglich in den App Store reinbekommen. Warum haben wir das nicht gemacht? Weiß ich nicht. Gute Frage. Ja. Nächste Frage. Gut, jetzt haben wir lange geredet. Ich zeige euch jetzt schnell And Yet It Moves. Es ist ein ganz simples, aber ganz, ganz süchtig machendes Spiel. Also ich konnte mir gar nichts drunter vorstellen, das kann ich euch gleich verraten. Ich mache gleich Fullscreen, dann sieht es cooler aus. Muss ich das gucken, aber wir sehen nichts. Oh. Wieso sehen wir nichts? Wahrscheinlich sieht man nichts, weil wir hier so ein... Also ihr seht jetzt gerade nichts, weil er hier... Ich nehme mal an, weil wir hier Fullscreen haben und so ein Splitter... Deswegen machen wir es mal wieder windowed. Da geht's bestimmt. Ja. Machen wir die Auflösung ein bisschen runter, damit es nicht so ganz riesig ist. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Bingo. Ja, funktioniert. Also, dann starte ich jetzt mal das Spiel. Es sieht aus wie so aus Papier ausgerissene Figuren. Und ich kann jetzt mit WASD links und rechts laufen und springen. Mit S gar nicht, weil nach unten laufen kann ich nicht. So, ich laufe da jetzt also. Oh, es ruckelt ganz schön. Ja, das liegt halt wahrscheinlich an dieser Splitter-Sache. So, und jetzt stehe ich da und möchte da hochspringen und komme da jetzt zufällig hin. So, aber wie komme ich jetzt hier weiter? Ich muss jetzt da, müsste jetzt da praktisch an diese Stelle hier nach oben gehen. Und das kann ich nicht. Aber ich kann die komplette Welt drehen und kann jetzt einfach da durchlaufen. Kann hier wieder springen und jetzt sagen, okay, ich muss da jetzt zum Beispiel hin. Dann laufe ich da weiter, dann muss ich jetzt da zu diesem Mann, drehe die Welt wieder. Das heißt, ich kann hier gleichzeitig laufen und die Welt drehen, um irgendwo hinzukommen. Das heißt, ich springe jetzt da hoch, mache dann diesen hier. Also ihr, auch wenn das jetzt ein bisschen ruckelig aussieht bei euch, ja, das ist ein bisschen doof, wahnsinnig, wahnsinnig süchtig machendes Spiel. Man kann hier natürlich auch sterben. Ich gucke mal, ob ich es gerade mal hinbekomme. So, ich drehe mich mal und falle zu weit. Oh, das habe ich überlebt. Jetzt habt ihr gesehen. Oh, das hatte ich jetzt nicht erwartet. Und dann war ich kaputt. Gott. Ist ja grausam. Ja, so ist das halt. So ist Leben ist grausam. Und ja. Sieht auf jeden Fall ganz lustig aus. Und es gibt sehr, sehr viele Level. Es wird irgendwann richtig schwierig, weil man muss da halt ein bisschen über die Grenzen der Physik hinwegdenken. Jetzt wüsste ich gerne, was es kostet. Kannst du uns nochmal den Lower Third geben? Dann lese ich einfach ab und zu, sonst hätte ich es immer gewusst. 7,99 € natürlich. Das kannst du lesen. Ja, kannst mal sehen. Puh. Kann ich aber empfehlen? Dafür kannst du nicht 3D sehen. Das stimmt doch gar nicht. ist auch von einer deutschen Entwicklerschmiede. Das ist aus einem Projekt der Uni Wien hervorgegangen, dieses Spiel. Und das gibt es schon länger. Und jetzt gibt es halt auch im App Store. Macht wahnsinnig viel Spaß. Ich kann es wirklich empfehlen. Und ich glaube, wir sind, glaube ich, schon wieder locker über eine halbe Stunde. Wer nicht so gerne Sachertorte isst, der spült ein bisschen mit dem kleinen Spui. Genau, so sieht's aus.
Ja, nichtsdestotrotz denke ich, dass wir die Stunde, glaube ich, schon fett gemacht haben mit App Store-Geschichten. Ach, wir haben noch Zeit. Naja, nichtsdestotrotz wollen wir euch nicht aufhalten. Wir haben genug erzählt über den App Store. Habt ihr irgendwelche Sachen, die euch aufgefallen sind, die ihr bisher noch nicht habt oder noch nicht gekauft habt? Ich weiß nicht, was du meinst. Vielleicht müssen wir näher ranzoomen, dass es einem auffällt. Tada! Was könnte es sein? Es ist nicht mein Bart. Meiner auch nicht. Also, wenn ihr ein Digital Upgrade T-Shirt haben wollt, ein Siebdruck Digital Upgrade T-Shirt, wir haben das schon mal angekündigt, könnt ihr das jetzt bestellen. Über einen Zeitraum findet ihr auf der Webseite, wie lange. Ihr könnt es jetzt verbindlich bestellen. Vorher war das nur eine Willens... wie sagt man das, Herr Doktor Fachberatungsgenie? Wolltest du sagen, unverbindliche... Eine Willensäußerung und eine... Willensäußerungen sind alles. Gut, also es war völlig unverbindlich bisher. Wenn ihr jetzt was bestellen könnt, wollt ein T-Shirt für 10 Euro plus ungefähr 3 Euro Versand, dann könnt ihr das jetzt bei uns in dem Shop machen. Da könnt ihr auch direkt per PayPal, nehme ich mal stark an, bezahlen. Schöne T-Shirts fallen nicht leicht auseinander wie das andere T-Shirt-Zeug, was man so kennt, wo sich dann diese Folie ablöst. Ja, ist schwarz mit weißem Druck, also es ist Unifarben. Gibt es als normale Version für Männer und gibt es auch als Girly-Shirt für Frauen bevorzugt. Das Einzige, was wir herausgefunden haben, ist, dass wohl die größeren Größen etwas kleiner ausfallen. Also wenn ihr etwas mehr als L seid, dann solltet ihr vielleicht darüber nachdenken, ob ihr nicht doppelt XL seid oder anstelle von XL. Das ist auch der Grund, warum nur der Tino heute so ein T-Shirt anhat, weil ich komme da schon rein. Das Atmen wird halt schwierig, sage ich jetzt mal. So gut ist nämlich dieser Stoff, dass es sogar den Basti in Form hält. Vielleicht sollte ich es tatsächlich immer drunter anziehen. Da gibt es ja diese Klamotten von diesen amerikanischen... Naja, nichts, egal. Das war Digital Upgrade und ihr wurdet... Upgegradet. Ja, wirklich, da gibt es diese Unterwäsche, dass die ganzen amerikanischen Schauspieler drunter tragen, die so ausschauen wie so Großmutterunterwäsche. Mhm. Also man würde sagen, damals hat es die Eva Braun drunter getragen, heute trägt sogar die Claudia Schiffer. Ich habe das schon in so einem Shopping-Fernsehen gesehen. Jetzt haben wir deinen Lower Third ganz vergessen. Also an der Stelle nochmal vielen Dank an den Andi. Andi, komm, blend deinen Lower Third ein. Wir haben keinen Lower Third für ihn vorbereitet. Ach so. Das seht ihr dann in der nächsten Sendung. Ja, wir haben hier unseren Special Guest hinter dem Schaltpult. Genau, also auch an alle euch da draußen, wenn ihr mal Bock habt, mal einen Tag hier im Münchner Westen vorbeizukommen und irgendwie hinter der Kamera beim Drehen zu helfen, jederzeit sehr gerne, weil sonst müssen wir hier mal Knöpfchen drücken und das ist viel einfacher, wenn das jemand dahinter macht. Er bekommt Ruhm und Ehre. Wird namentlich erwähnt, kriegt Follower bei Twitter umsonst. Kriegt manchmal auch ein Lower Third, wir müssen nicht vergessen. Ja, aber zumindest, hallo, wir sind schon besser. Es gibt zumindest die Erwähnung im Abspann. Wenn ich jetzt seinen Twitter-Namen wüsste, du hast so viele Nummern da drin, dann könnte ich das jetzt auch einfach sagen. Gib mir mal kurz mein iPhone. Ich tue jetzt einfach so, als würde ich nachschauen, wie spät es ist. Du erzählst jetzt ein bisschen, was ganz eh gut. Pass auf, ich kann das hier mal vorbereiten. Man kann nämlich hier, das haben wir natürlich nicht installiert, schade. Quicksilver habe ich gemeint. Okay, also wenn ihr dem Andi followen wollt, dann... Wir haben kein Quicksilver installiert. Nein! Oh, gut, dann, das ist der AH8982. Du musst warten. Das wird schon. Du musst dir nur ein bisschen Zeit lassen. Du darfst es nicht so hetzen. Gut. Ah, jetzt ist es gestartet. Das ist ein... Komm. Ad. Ein Ad? Ja. Naja, für Twitter, ja. AH8982. Das war's. Ja? Yeah! Wir haben es geschafft. Da gibt's halt kein Lower Third. Dafür gibt's ein riesen Schriftzeichen. Quicksilver sei Dank. Schade, ich kann das leider nicht beeinflussen. Also vielen Dank, Andi, fürs Helfen. Großartig. Ja. Und ich würde sagen, das war's, oder? Stay tuned. Tschüss.